Präsident, meine Damen und Herren! Da wir uns alle auf denselben Antrag beziehen, kann ich Ihnen jetzt nichts Wesentliches Neues vermitteln, sagen. Ich möchte aber trotzdem auch die Sicht meiner, unserer Fraktion wiedergeben. Schülerinnen und Schüler, ja, es ist schade, in anderen Fällen wird es wieder anders sein. Schülerinnen und Schüler vor Werbung an Schulen bewahren, Schulsponsoring verantwortungsvoll gestalten. Dieser Überschrift des Antrages der Piraten stimmen wir wohl alle zu. Das Thema ist nicht neu, das haben Sie gesagt. Es war in den letzten Jahren mehrfach Thema, zuletzt im Schulausschuss am 18.11. letzten Jahres. Die Diskussion im Ausschuss hat aber auch deutlich gemacht, dass niemand in diesem Parlament Werbung in Schulen befürwortet. Werbung in Schulen ist grundsätzlich verboten. Schulsponsoring jedoch bietet Schulen die Möglichkeit, von Dritten unterstützt zu werden, durch Institutionen, Verbände und auch durch Unternehmen. Dies hilft, besondere Maßnahmen und Projekte zu realisieren. Es geht wohl nicht um die grundständige Ausstattung von Schulen. Ich will es an einem Beispiel sagen. Ich kenne aus Aachen viele Projekte, wo Schulen eine Zirkuswoche gemacht haben. Das könnte sich die Schule nie leisten, wenn sie nicht zusätzliche Gelder eintreiben würde, sei es aus der Bezirksvertretung, sei es aber auch von Unternehmen aus dem Bereich. Für diese Projekte gilt der Grundsatz, dass diese Unterstützung mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule vereinbar ist und sein muss. Eine mögliche Werbewirkung für den Zuwendungsgeber muss eindeutig hinter dem Schulnutzen zurücktreten und nicht nur überwiegen, Herr Marsching, wie Sie gesagt haben. Die Annahme der Unterstützung ist verantwortungsvoll zu handhaben. Ja, und deshalb trifft der Schulleiter oder eine Schulleiterin eine solche Entscheidung auch nicht allein. Sie bedarf der Zustimmung der Schulkonferenz und auch des Schulträgers. Damit sind Kontrollinstanzen gegeben. Ohne dem Schulsponsoring Tür und Tor öffnen zu wollen, ist es also eine Frage des Was und des Wie. Denn eine Schule steht nicht für sich allein. Sie braucht außerschulische Partner. Das trifft sowohl für Schulsponsoring zu, wie auch für die Vernetzung mit Unternehmen, um Schülerinnen und Schülern einen Kontakt zur Arbeitswelt und zu möglichen Praktika zu bieten. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Marsching zulassen? Ja. Dann bitte. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Sind Sie bereit anzuerkennen, dass, wenn Sie sagen, es ist eine Kooperation und mehrere gucken drauf, was beim Sponsoring passiert und was nicht, wenn Sie sagen, der Schulträger wird ja mit einbezogen, die Schulleitung wird mit einbezogen, dass wir genau das Problem hatten, dass bei dem Formular, das nach diesen Dauersponsoring-Verträgen gefragt hat, eben es gar kein Feld dafür gab, das abgefragt hat, ob der Schulträger überhaupt einverstanden ist. Das haben Schulleiter alleine, vielleicht in Absprache mit der Schulkonferenz, noch entschieden, unterschrieben, und die Schulträger wurden teilweise gar nicht gefragt. Sind Sie bereit, das in diesen speziellen Fällen anzuerkennen? Also die speziellen Fälle habe ich nicht vorliegen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde es aber einen wichtigen Hinweis, den Sie uns damit geben. Und ich denke, dann sollte man das noch mal abklären. Meines Erachtens gehört eine Schulträgerzustimmung dazu. So, ich würde gerne weitermachen. Ich weiß nicht, ob genau diese Unterschrift auch vorgeschrieben ist. Wir werden es sehen, wir werden es klären. Ich kenne dieses Formular jetzt nicht, muss ich Ihnen leider zugestehen. Ja? Geht jetzt noch mal mit dem Blick auf die Schule weiter. Umgekehrt erfährt die Schule durch eine solche Unterstützung aber auch Wertschätzung ihrer Arbeit und ihrer Aufgabe als Bildungsinstanz. Die Steuerung dieser Unterstützung oder Kooperation erfolgt nicht über das Ministerium. Es gibt kein zentrales Register des Schulsponsorings. Um Schulen Hilfestellung zum Umgang mit Schulsponsoring zu geben, das haben wir gehört, gibt es den Leitfaden Schulsponsoring heute, der das Thema zum einen grundsätzlich aufarbeitet, der praktische Tipps gibt, eine Checkliste zur Auswahl der Sponsoren und, das finde ich hilfreich für Schulen, einen Mustervertrag. Darüber hinaus verweist das Ministerium darauf, dass die Schulen in Zweifelsfällen bezüglich des Werbeverbotes und des Schulsponsorings von den Schulaufsichtsbehörden beraten lassen können. Wenn wir den Ansatz der selbstständigen Schule ernst nehmen, dann gehört auch die Frage des Schulsponsoring zum verantwortungsvollen Handeln der Schule selbst. Erfahrungsgemäß gehen Schulleitungen sensibel mit der Frage dieses Schulsponsorings um. Es ist aber nicht einfach für Schulen, Angebote von möglichen Partnern von vornherein in der Gänze richtig einzuschätzen. Eine kritische Begleitung halten wir für sinnvoll.
Als negatives Beispiel, das haben wir gehört, war der Schreibwettbewerb Kindle Storytelling Kids des Versandhändlers Amazon. Auf den geht ja Ihr Antrag auch ein. Als Preis waren E-Book-Reader von Kindle ausgelegt. So kann das Unternehmen neben der angekündigten Unterstützung der Lese- und Schreibfähigkeit von Kindern durchaus für sich einen Vorteil ziehen, denn aus diesen Geräten können nur elektronische Bücher aus dem Amazon-Angebot aufgerufen werden. Diese Aktion sehen wir sicher alle kritisch. Sie, die Piraten, verweisen auf das hessische Kultusministerium, das die Aktion als schulrechtswidrig bezeichnet. Der nordrhein-westfälischen Landesregierung aber halten sie vor, dass eine öffentliche Bewertung des Sachverhaltes ausstehe. Aber ist es nicht... Also, ich mache mal die zeitliche Folge klar. Ich habe Ihren Antrag gelesen. Ich beziehe mich auf Ihren Antrag. Ich habe sehr wohl gehört, dass Sie eben in Ihrer Rede etwas anders formuliert haben. Gestatten Sie mir aber, dass ich auf den Antrag Bezug nehme. Deshalb fange ich den Satz noch mal an. Der nordrhein-westfälischen Landesregierung aber halten Sie vor, dass eine öffentliche Bewertung des Sachverhaltes aussteht. Aber ist es nicht vielmehr so, dass auch das Schulministerium NRWs die Teilnahme am Amazon-Wettbewerb als unzulässig erklärt hat? In meiner Region war dies bereits Gegenstand eines Zeitungsartikels, also von daher dürfte es sehr bekannt sein. Wir sagen, und damit komme ich zum Abschluss, wir sagen ganz klar, Vorhaben wie der Amazon-Wettbewerb gehören nicht an die Schule. Aber ist deshalb ein Vorlesetag im November, bei dem Buchhandlungen Klassen zu einer Lesestunde einladen, schon eine unzulässige Unterstützung? Da sagen wir nein. Es gilt in jedem Fall zu prüfen und abzuwägen. Diese Verpflichtung ist gängige Praxis. Ihr Antrag ist weitgehend obsolet. Ihre Forderungen sind bereits Realität. Die Abwägung im jeweiligen Einzelfall muss den Schulen unter den klar restriktiven Rahmenbedingungen erhalten bleiben. Eine weitergehende bürokratische Regelung für unsere Schulen lehnen wir ab, denn in den Fokus der kritischen Betrachtung gehören meines Erachtens nicht die Schulen, sondern die Unternehmen, die versuchen, entgegen den Bestimmungen Einfluss auf Schulen, Lehrerinnen und Lehrer und insbesondere auf Schüler und Schülerinnen zu nehmen. Danke. Vielen Dank, Frau